Danach könnt ihr dann immer noch Lebensmittel kriegen. Alter Schwede. Fast ein ganzes Sternsystem mit einer Flotte besetzt. Hui. Das ist nicht schlecht, doch. Kann man schon so sagen. Das ist echt nicht schlecht. Hier geistern einige Truppentransporter rum, aber ich glaube, solange wir Flotten in der Nähe haben, die angreifen können, sollte das nicht das Problem sein. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist der Isoianische Freistaat, okay. Alter Schwede, da haben wir ja gerade ordentlich aufgeräumt. Aha. Und die Musik wird jetzt auch endlich besser. Jawohl. Kriegerische Musik, so muss es sein. Aschen 1 hat seinen Erfindungsmatrix fertiggestellt. Was macht ihr eigentlich ansonsten? Gar nichts. Okay. Pass mal auf, ich glaube, ihr baut mal das hier. Ein super Projekt. Dann seid ihr auch voll ausgereizt. Das ist doch mal Musik. Jetzt werden meine Zuschauer alle mal wach. Nein, Spaß. Also wir haben Sternsystem, Abbausternsystem, Militärsternsystem, Wirtschaftssternsystem, also eigentlich fast alles dabei. Zerstört. Wir haben den Gegnern Jäger zerstört, zwei Planeten geklaut. Aufklärungsschiff zerstört. Hammer hat einen weiteren fertiggestellt. Ihr seid durch. Wie sieht's hier aus? Ihr seid fast durch. Ihr seid durch. Aufklärungsschiff, Aufklärungsschiff zerstört. Zwei weitere Planeten, die besetzt wurden. Gallus. Eine Transportflotte besetzt fast ein ganzes Sternsystem. Das ist schon echt heftig. So, den Fehler machen wir gleich mal wett. So, das war sein anderes Konstrukteurschiff. Als ob ich zulasse, dass er militärisch aufrüstet, hallo? Gott hat Gnade. Ich nicht. Schade, die kriegt er nicht. Das ist ein bisschen doof. Jetzt wäre das schön, wenn wir ein Schiff hätten, das bewaffnet wäre. Harper ist nicht gut geschützt. Sehe ich gerade mal so. Harper ist echt nicht gut geschützt. Mit gerade mal einem Schiff. Das ist nicht viel. Wie? Oh. Ja, dann noch ein paar Schiffe, würde ich mal sagen. Okay, du verteidigst dich ganz gut, mein Freund. Die Frage ist nur, wie lange? Wie lange kannst du dich wehren gegen meine Streitkräfte? Das werden wir herausfinden. In der nächsten Folge. Nein, Spaß. Ist natürlich auch schlau für ein Konstrukteurschiff, wenn du mitten durchfliegst, ne? Also, so ein schlaues Konstrukteurschiff habe ich noch nie gesehen. Das ist einfach mal mitten durchfliegt. Mitten durchs Kriegsgebiet. Kann man ja mal machen. Echt. Und sich dann noch beschweren, weil dass sie unter Beschuss geraten. Ja, ist doch klar. Junge, du bist im Kriegsgebiet. Da ist es normal, dass man unter Beschuss gerät. Oder fast normal. Ist eigentlich traurig, wenn man das so sieht, aber es ist leider so. Da ist es Alltag, dass man unter Beschuss gerät. Und jetzt schnappen wir uns den Planeten. Einfach, weil ich es kann. Ja, da hat er die Ressourcen optimal genutzt. Also ich sehe da schon mal eine dicke, fette Forschungsressource vor uns. So, die sind weg vom Fenster. Alter Schwede! Was für eine Forschungsleistung hier. Halleluja! Gleich vier Fabriken. Erfindungsmatrix. Erfindungsmatrix. Motivation. Alter, ist das geil. Basislandwirtschaft können wir direkt auflösen. Wird zur Xenolandwirtschaft. Motivation, genau. Botschaft. Alter, das wird auch so ein richtig geiler Planet hier. Eieiei. Dann noch durch Terraforming. Das wird ein reines Paradies hier. Nicht schlecht, Herr Spechten. Das bei Ihnen direkt vor der Haustür? Nur schon nicht schlecht. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, unser Gegner gerät gerade dezent unter Druck. Auch nur ganz dezent. Wobei ich gar nicht nachvollziehen kann, warum. Ich mach doch gar nichts. So, der kann wieder zurück.
So, dann gucken wir mal hier weiter. Was haben wir denn hier noch? Ach, hier ist Valerius. Okay. Scouting Gas. Genau, also hier haben wir ja die Kontrolle übernommen, wie wir ja wissen. Genau, das war alles vorher mal in den Händen der Alteranischen Republik und der Krellein-Rasse hier. Haben wir alles übernommen. Geil. So, die kehren zurück und bewachen weiter die Oberfläche des Planeten. Wie sieht's hier oben aus? An der Front. Du fliegst mal weiter ins Landesinnere. Gut, hier ist kein Schiff, das hier gefährlich werden kann. Das ist schon mal gut. Genau, langen wir hier nochmal zu. Jawohl, das Schiff ist auch weg. Du steuerst gleich mal direkt den Planeten an. Jo, und du kannst eigentlich mal den Planeten ansteuern. 3500 sollte jetzt nicht so das Problem sein. Mit 2000 Mann. Und Frauen natürlich. Perfekt. Oh, 700% Boni. Alter, lang zu. Leck mir die Füße. 700%. Alter. Alter. Das ist das Ruhrgebiet von Galactic Civilizations. Alter. Wie geil ist das denn? 700%! Das ist mehr als 300! Aber wie viel mehr? Oh, Alter! Puh. Ich hoffe, Odyssey, die nimmt das alles auf. Und der nächste Planet ist besetzt. Gallus 3. Damit haben wir jetzt Gallus ganz übernommen. Terraformen streichen wir erstmal, auch wenn es natürlich eine gute Idee ist, klar. Aber erstmal hier ne, in Ruhe aufbauen. Terraformen können wir jetzt machen. So. So halt. Wirtschaft hatte ich schon. Machen wir Botschaft. So. Alter Schwede. So, dann haben wir unser Imperium nochmal dezent erweitert. Und was wollt ihr dagegen machen, huh? Ihr habt keine Chance. 9 Runden, dann brauchen die noch. Alter Schwede, die brauchen lange. Was ist das hier? Ach, guck mal an. Was wollen wir denn da? Gleich zerstören. Zerstören die Sau. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch Planeten, die brach liegen von ihm. Ich merke schon, ich habe zu wenig Schiffe irgendwie. Was ist das denn hier? So, gleich mal direkt zerstört hier. Glaube ich ja wohl nicht. Unfassbar! Willst du nicht lieber aufgeben, Torianische Konföderation, so rum. Kam schon ganz durcheinander hier. Transporter lässt er mich nicht. Schade eigentlich. Den hätte ich gerne mitgenommen. Den hätte ich ihn gerne weggenommen. Ah, sehr gut. Den hat er auch gekriegt. Sehr schön. Gut. Snati? Ich habe die Snati doch gar nicht in der Nähe. Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ach, nervt einfach nicht, komm. So, weiteres Missile Ship. Jagen wir natürlich auch gleich los. Und hier haben wir nochmal ein paar Berichte. Wir haben in der Runde allein 3 Planeten ihm weggenommen. Ach, Gegner, willst du es dir nicht doch lieber nochmal überlegen? Oh, einen Truppentransporter habe ich ihn auch gerade noch weggehauen. Eieieiei, Gegner, das läuft nicht gut für dich, der Krieg, würde ich mal sagen.
Es läuft für dich gar nicht gut. Und der Planet ist frei. Frei und reif für eine Invasion. Da komme ich nicht ran. Die Planeten sind immer noch voll besetzt. Blöderweise. Aber wir werden sie schon noch brechen. Früh genug. Kommst du da ran? Ja, kommst du. Sehr gut. Bevor er nämlich auf die Idee kommt. Ist hier noch ein? Ne, das ist ein Verteidiger. Okay. Verteidiger ist harmlos. Ein Truppentransporter muss man aufpassen. So, ihr greift den Planeten an. Zahlenmäßig fast gleichwertig. Wobei wir mit unserer Kampfkraft deutlich stärker sind. Und von der Technologie gar nicht zu vergleichen. Da sind wir locker beim Vierfachen. Gut, das war der Planet. Den haben wir somit jetzt auch in Besitz genommen. Kriegt erstmal die Fabrik, Wirtschaft, Motivation, Handelszentrum und natürlich Terraforming. So, damit ist auch der Planet in unserer Hand. Und es wird für den Gegner immer enger. Wir schnappen uns den nächsten an. Klasse 14 Planeten, okay. 5000 gegen 2000. Sollte eventuell reichen. Schauen wir mal. Ich sehe gerade die Stunde ist fast wieder erreicht. Schade. Macht gerade so Spaß. Es hört sich gemein an, ich weiß. Aber es macht gerade echt Spaß. Ich habe auch teilweise schon mit den Gedanken gespielt, dass ich einfach mal im Voraus einfach mal so eine komplette 2 Stunden einfach mal aufnehmen, random. Einfach mal so, weil ich so viel Spaß habe mit dem Spiel. Aber das geht ja auch nicht, weil dann habe ich ja in der nächsten Woche nichts aufzunehmen. Ein bisschen was möchte ich ja noch übrig lassen. So, das. Ne, Botschaft reicht aus, das ist okay. Landwirtschaft, Handelszentrum, Terraforming und Schiffe bauen. Defender, genau. Gut, und dann können wir es auch so machen, dass die Flotten sich gleich mal hier zusammenschließen können. Das ist auch ganz gut. So, du bist fertig, das ist gut. Kannst du dann gleich mal dahin fliegen. Der Planet ist frei. Dann fliegt gleich mal zum nächsten. Ein Missilboot. Warum habe ich hier eigentlich ein vereinzeltes Missilboot? Was soll das? Ah, ist ja doof, ne? Dass ich jetzt ein einzelnes Missilboot hier habe. Komm. Ich glaube, ich heb mal euren Bau auf. Ihr baut jetzt nichts mehr erstmal. Ich glaube, wir brauchen auch die Missilboots nicht mehr. Denn ich denke mal, wenn wir die nächste Technologie haben, dürften größere und imposantere Schiffe kommen. Schiffe, mit denen ganze Kriege gewonnen werden. Oder so. So, genau, die Basis können wir auch noch weghauen. Schwächen wir nochmal die Moral seiner Leute, ist auch ganz gut. Immer schön auf die Moral draufhauen. Groß ist der Planet, 2300 und 5000. Also der Dreier fliegt mal auf die 5000 zu. Und der Einfache auf den Fünfer da. Dass die Drath-Region hier aber schon so ein bisschen rumgeistert, das geht mir so ein bisschen auf den Geist. Ha, versteht ihr? So, und dann greifen wir mal den Planeten an. Hoffentlich erfolgreich. Es sieht gut aus, würde ich mal sagen. Okay, bei uns geht gerade die Sirene los. Warum auch immer. Anscheinend haben wir ein Feuer hier irgendwo in der Nähe. Ist nicht so gut. Ist auch toll, ne? Die in Bad Harzburg haben mit Überschwemmung zu kämpfen und wir haben hier mit Feuer zu kämpfen. Super. Klasse. Aber vor allem wir. Ich gehöre nicht mal zur Feuerwehr, aber ist klar. Das ist... weiß ich nicht. So, den Planeten haben wir auch besetzt.
Ist die Sirene. Achtung, der Let's Play wieder. Scheiße, alle in die Bunker. Nein, das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig, böser Lars. Das ist echt nicht witzig. Ich wusste es. Er versucht es. Wir werden mal angegriffen vom Feind. Na, schafft er es? Nee. Nö. Das schafft er nicht. Na, immerhin, er hat unsere Einwohner um die Hälfte reduziert. Und er versucht es gleich nochmal. Mist, Sau! Kommt schon, Jungs. Das schafft ihr. Das müsst ihr schaffen. Sonst seid ihr die Schande des Imperiums. Und ihr braucht euch dann nicht mehr blicken lassen, Freunde. Na also, will ich ja wohl meinen. Zwei Invasionen wurden abgewehrt. Sehr gut. Die Umfragen zeigen, dass der Viperfande Lars mit 90 vorne liegt, also 90%. In einer galaktischen Republik, bla bla bla. Interessiert uns nicht. Und der Nächste, der sich uns anschließt. Warum braucht ihr so lange... Ich wollte gerade sagen, warum braucht ihr so lange für ein Schiff? Ach, weil er mich jetzt direkt... er hat mich direkt auf den neuen Planeten gelenkt. Fuck. Jetzt habe ich nicht mitgekriegt, welcher das war. Fuck it. Ich hätte mal mehr lesen sollen, ne? Jetzt habe ich das nicht mitgekriegt, welcher Planet jetzt unter meinen Einfluss gekommen ist. Ach, ich glaube, ich weiß schon welcher. Ich glaube, das ist der hier. Oder? Ja, das ist der hier. Gut, dann bauen wir den auch gleich mal auf. Da stornieren wir gleich mal. Vier Fabriken, Forschung, Botschaft, Wirtschaft, Moral, Landwirtschaft, Terraforming, Terraforming. Es war ein Jabelplanet. Gut, ich würde sagen, die Runde nehmen wir noch mit und dann wird die Session auch tatsächlich enden. Zu Galactic Civilizations 2. Sehr erfolgreich, muss ich tatsächlich sagen. Und wir haben sogar noch Invasionen abgewehrt. So. Ihr wagt es, uns anzugreifen. Wir schlagen zurück. Rache für unsere gefallenen Brüder und Schwestern. So, dann kommt das auch mit der Wirtschaft hier noch dazu. Ich kann mir hier leider nur eine Fabrik leisten. Es sei denn, ich nehme das jetzt mal weg. Ich nehme das auch mal weg. So, Fabrik. Botschaft. Moral. Terraforming, Terraforming. Und natürlich der Defender. Der darf natürlich nicht fehlen. So. Du kehrst gleich mal direkt zurück. Kein Risiko. Du fliegst direkt zurück zum Planeten. Ich habe nämlich keine Lust, dass er jetzt noch versucht, einen weiteren Planeten von mir zu attackieren. Mal ebenso. Es war schon frech, dass er es mit den einen versucht hat. Und sein Hauptplanet gerät jetzt auch unter unseren kulturellen Druck. Sehr gut. Überrennt sie! Oh. 17.800. Scheiß die Wand auf. Ui, 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 ui. Oh, schaffen sie nicht. Scheiße, es waren einfach zu viele. Fuck. Es waren zu viele. Mist. Aber wir rechnen auch damit, dass es so viele Einwohner sind. Hier auch nochmal 21.000. Leck mich am Arsch. Alter Schwede. Da kommt noch ordentlich was auf uns zu. Aber das werden wir dann wahrscheinlich erst in der nächsten Aufnahmesession genauer erleben. Dann überfallen wir die erstmal. Eieiei. Und der Planet ist auch überwältigt.
und unter unserer Kontrolle. Hier haben wir noch eine gute Fabrik, also eine gute Fläche für eine Fabrik. Hier haben wir zweimal Lebensmittel, ne? Komm, nimm mir die bessere und die andere kriegt dann die Moralgeschichte. So, fertig. Okay, das haben wir somit auch besetzt. Da kommen wir nicht ran, das ist schade, macht aber nichts. Machen wir das halt in der nächsten Aufnahme, aber der Planet, den versuchen wir noch. Ich werde das jetzt auch mal ein bisschen beschleunigen. Haben sie geschafft, sehr schön. Damit wir gleich die Session nämlich beenden können. Drei Fabriken, hier gibt es einen schönen Boni auf Forschung, das finde ich gut. Botschaft, Wirtschaft, Wirtschaft, Terraforming. Das andere Terraforming wird ja schon betrieben. Und damit ist auch der Planet besetzt. Du fliegst mal darüber. Hier sind jetzt erstaunlich wenig Transporter nur noch unterwegs. Nämlich genau einer. Super. Klasse. Das ist nicht viel. Ich schätze, ich habe ein paar Transporter zu wenig gebaut. Uh-oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Er sagt auch schon grün. Also, liebe Leute, das war's dann mit dieser Aufnahmesession zu Galactic Civilization 2. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder und hoffentlich besiegen wir dann die Konditorianische Konföderation. Ich lerne das noch. Aber bis dato verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr es gucken werdet. Und ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Und währenddessen speichere ich nochmal kurz ab. Nicht zu vergessen, ne? Sonst. Also bis dann. Tschüss.